1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind wieder da nach der kurzen Osterpause. Ich hoffe, ihr seid auch wieder alle da und ich wünsche uns eine gute und interessante Zeit dann bis zu unserer Sommerpause. Montagnacht, wie immer. Das geht so weiter wie immer. Ist es eine freie Themennacht. Das heißt also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, diskutieren wollt, streiten wollt, beraten wollt, was auch immer, dann ruft an. Ruft ganz einfach an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050. Faxt unter der kostenfreien Faxnummer 0800 220 5051 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Keine langen Einleitungsreden. Es geht sofort los mit Barbara. Barbara ist 47 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Barbara. Was ist dein Thema? Mein Thema ist ja eigentlich prinzipiell Streit, weitläufig gesehen. Es ist so, du hast in deinen Sendungen, vielen Sendungen sicherlich vieles mitbekommen und mir ist es eigentlich wichtig, jetzt mal so die Sicht von dir zu hören, vielleicht haben andere auch so ein Problem. Ja. Es geht um meinen Mann und zwar schlägt er ganz gerne mit Worten unter die Gürtellinie. Ja. Ich frage erstmal so ein paar Grundfakten. Wie lange seid ihr verheiratet? Dieses Jahr 29 Jahre. 29 Jahre. Ja. Habt ihr Kinder? Ja, zwei Mädchen. Wie alt sind die? 21 und 23. Sind die noch bei euch zu Hause? Nein, die sind aus dem Haus. Du sagst, er schlägt gerne unter die Gürtellinie, mit den Worten. Ja, richtig. Das heißt, er beschimpft dich. Ja, was heißt beschimpfen? Ich sehe es mittlerweile nicht mehr ganz so krass, aber was mir auffällt, die Mädchen leiden da ziemlich drunter. Mhm. Also nicht nur bei mir, sondern auch den Mädchen gegenüber. Das heißt, es sind manchmal ganz banale Situationen, es ist klar, es sind verschiedene Meinungen da. Ja. Und wenn er seine Meinung hat, vertritt er die auch ganz gerne. Das heißt, wenn er meint, du bist doof, dann bist du eben doof. Und wenn dann kommt, ich bin nicht doof, ja natürlich bist du doof. Sowas in der Art. Kann man ja noch sagen, naja, bist doof, ist ja noch nicht so ganz schlimm. Sag mal noch ein paar Beispiele, wo du sagst, das ist krass und das habe ich jetzt all die Jahre ertragen müssen. Sag mal so ein Beispiel. Ja, ich komme irgendwie, ist es für mich ein bisschen blöd, weil man ist irgendwie reingewachsen. Das heißt, man hat sich dran gewöhnt. Richtig, richtig. Wie viele Jahre geht das denn schon so? Och, lange Jahre. Also ich kann gar keinen bestimmten Zeitpunkt nennen. Wie oft kommt das vor? In letzter Zeit muss ich sagen, weniger, weil früher, ich bin so ein Mensch, ich habe mich immer angepasst, habe nie großartig meine Meinung gesagt und das mache ich jetzt so langsam. Allerdings finde ich es ein bisschen spät den Kindern gegenüber, weil die haben vielleicht mal von mir das eine oder andere Mal erwartet, dass ich mich mal ein bisschen durchsetze und sage, du hör mal, so redest du aber nicht, weder mit mir noch mit den Kindern oder so. Jetzt sagst du mir, damit ich mir das doch noch besser vorstellen kann, einige Beispiele, wie er verbal entgleist. Es ist so, bei mir war es damals so, wenn ich zum Beispiel mal sagte, ich dachte, dann kam zum Beispiel, du weißt ja, dass du nicht denken kannst. Sowas. Oder aber, wenn bei den Mädchen irgendwie was war und die haben irgendwas nicht verstanden, dann kam zum Beispiel, so, jetzt erkläre ich es nochmal für ganz doofe. Also das klingt so wie jemand, der sein Gegenüber oder seine Gegenüber, in eurem Fall drei Personen, irgendwie immer niedermachen will, immer runterdrücken will. Ja, ne? Dachte ich auch, aber ich denke mal, er hat Angst, er ist ein Mensch, der kontrolliert gerne. Ja. Alles muss gut und alles muss richtig sein. Ja. Und wenn es mal nicht so ist, kann er schlecht akzeptieren, dass jemand anderes sein Gegenüber auch damit zufrieden ist. Er meint, andere müssten doch genau das Gleiche wollen, was er möchte. Also ein Egomane, sagen wir so. So, richtig. Gab es irgendwelche auch körperlichen Gewalt über Übergriffe? Mal? Ja, ich differenziere das ganz stark, obwohl ich das vielleicht gar nicht dürfte. Ja, die Kinder wurden mal härter angefasst. Das heißt, wie man so ein Kind mal nimmt und schüttelt so und sagt, du musst jetzt verdammt nochmal tun, was ich sage. So jetzt. Wurden die Kinder richtig geschlagen im Laufe ihrer Erziehung?
Was verstehst du unter richtig geschlagen? Ins Gesicht geschlagen, auf den Rücken geschlagen, mit dem Stock, mit der Hand. Ja, sie wurden auch mit der Hand geschlagen. Ja. Dich auch? Hat er dich auch geschlagen? Er hat mich grob angefasst, geschlagen nicht, nein. Mhm. So, jetzt höre ich, das hast du mir so einiges erzählt, jetzt höre ich daraus irgendwie so ein Gefühl des Mürbeseins. Ja, bin ich irgendwo. Des Müdeseins auch. Vor allen Dingen ist es so, was mich ganz, ganz stark belastet, wenn die Kinder jetzt mir gegenübertreten und sagen, du Mama, wieso bist du eigentlich noch mit dem zusammen oder so? Stopp, lass mich das gleich auch fragen. Warum bist du mit diesem Mann noch zusammen? Ja. Dein Ton sagt mir, eigentlich möchte ich von dem in einer Distanz leben. Ist das so? Nein, wenn ich merke, die Mädchen leiden, dann möchte ich ihm auf Deutsch gesagt praktisch an eine Gurgel, was ich natürlich ist, klar würde ich nicht. Nun gut, tun. Jetzt geht es aber vielleicht in erster Linie um dich. Die Mädchen sind aus dem Haus. Die haben oftmals gelitten, offensichtlich. Warum bist du mit ihm noch zusammen? Weil wir eigentlich, ich führe eigentlich ein zufriedenes Leben. Er ist mir gegenüber, er ist so rücksichtsvoll geworden und verständnisvoll. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ist es nicht lange her, da gab es ein Streitgespräch mit der Jüngeren, weil sie sich am Telefon immer nur mit Ja meldet. Mhm. So, ich bin der Meinung, sie kann sich melden, wie sie will. Er meint, sie müsste ihren Namen sagen, weil es kann sich ja jemand verwählen und dann weiß man nicht, ob man richtig ist und pipapo muss man stundenlang nachfragen. Das ist ihre Sache, da habe ich dann mit ihm gesprochen und dann hat er es auch eingesehen. Mhm. Er sagt, mein Gott, ist klar, ich verstehe es manchmal, es dauert eben manchmal lange, bis ich was verstehe. So, daraus könnte ich jetzt schließen, dass er im Zuge des Älterwerdens auch ein bisschen eingelenkt hat. Aber dennoch rufst du mich an und erzählst mir das schon mit einer gewissen Schwere, das Ganze. Warum? Ja, weil es mir gegenüber der Kinder unheimlich leid tut, irgendwas verpasst zu haben. Also hast du ein schlechtes Gewissen ein bisschen? Ja. Ja, wo sie jetzt dran zu knacken haben. Ich denke dann immer... Das heißt, entschuldige. Ja, das heißt, du denkst, ich hätte vielleicht doch damals, als die kleiner waren, mehr dazwischen gehen müssen. Richtig. Hätte vielleicht die Mädels mehr schützen müssen. Richtig. Mich auf ihre Seite schlagen müssen und so weiter. Ja. Mhm. Hast du den Mädchen das so schon mal gesagt? Ja. Und wie reagieren sie darauf? Ja, Mama, du kannst ja eigentlich reagieren sie so, dass ich ja nichts dafür könnte, weil er ist stark, ich bin schwach. So habe ich mich selber auch hingestellt, habe ihn auch oftmals, wie soll ich das sagen, benutzt, dass er der Stärkere ist, wenn ich nicht weiter konnte. Geben sie dir dann, vergeben sie dir das, dass du das so gemacht hast? Ich denke ja. Ja, ich meine, das ist ja das Allerwichtigste, Barbara. Ich möchte, was für mich natürlich auch wichtig ist, dass sie ihn lernen, auch langsam mit anderen Augen zu sehen, dass sie seine Veränderung sehen. Mhm. Das möchte ich eigentlich. Mhm. Denn sie sind jetzt ein paar Jahre außer Haus und kennen das eigentlich nicht, dieses Leben. So, jetzt. Dann hast du jetzt zwei Aufgaben. Die eine Sache ist, du hast vielleicht Fehler gemacht in der Vergangenheit, aber nun ist die Vergangenheit Vergangenheit, die kann man nicht mehr verändern. Eben. Dass du dieses auch da versuchst, deinen Kindern zu erklären, das tust du. Du hast dich auch dafür entschuldigt oder du sagst, dass es dir leid tut. Ja. Das finde ich wichtig, dass die Mädchen wissen, dass da auch ein Gedankenprozess bei dir ist. Natürlich. Und das andere, wenn du jetzt sagst, er hat sich geändert, es tut sich etwas, dann musst du auch dazu beitragen, ihnen das mehr zu vermitteln, wenn sie nicht so oft im Hause sind. Das ist natürlich wahrscheinlich ein schwieriger Prozess, wenn die Kinder so noch in Erinnerung haben, wie es da früher zugegangen ist. Eben. Ich würde gerne mal noch meine Fachfrau dazu schalten, Barbara. Das ist lieb. Die dir da noch vielleicht die ein oder andere Sichtweise noch näher bringen kann, eben aus dem Blickwinkel der Psychologen. Richtig, denn man ist ja hin und her gerissen, man denkt, so schlimm kann es doch gar nicht gewesen sein. Jeder von uns hat ja irgendwann mal irgendwas in seiner Kindheit auf die eine oder andere Art durchgemacht. Ne? Du legst auf und wirst von uns wieder angerufen von der Elke, das ist heute Nacht meine Psychologin. Alles klar. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Barbara. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, dann nur zu. Dann wählt oder mailt unter domian@wdr. Der Tobias ist hier. Tobias ist 19. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Tobias. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass vor 3 Wochen meine Mutter gestorben ist. Vor 3 Wochen? Mhm.
Unerwartet? Im Prinzip schon, ja. Mhm. An was ist sie gestorben? Sie hat sich im Keller erhängt. Hast du sie gefunden? Ja. Was hast du da gemacht, als du in den Keller kamst und sie dort gesehen hast? Ich weiß nicht, erstmal eigentlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ich wollte mir eigentlich nur eine Pizza holen. Ich bin halt in den Keller gegangen und hab sie dann halt da stehen sehen und... Was hast du sehen? Wie sie halt da stand, weil sie stand halt im Prinzip da und ließ den Kopf ein bisschen hängen. Mhm. Und ich weiß nicht, ich bin halt erst sie hingegangen, hab sie angesprochen, sie hat nicht reagiert. Und hab sie dann angefasst und dann war mir klar, dass sie verstorben ist. Du sagst, sie stand da. Wie hat sie sich denn erhängt, dass sie dann quasi stand? Sie hatte ja einen ganz kleinen Hocker im Prinzip, so, wo er drauf stand. Und ja, ich meine, so genau habe ich nicht drauf geachtet, ob die Füße jetzt ein bisschen höher oder tiefer sind. Also der Hocker ist weggerutscht, den hat sie weggetreten und ist nach unten gefallen und dadurch sah es aus, als würde sie stehen. Genau, ja. So, dann hast du das realisiert irgendwie, dass da was sehr Schlimmes vorgefallen ist. Was hast du getan danach dann sofort? Ich weiß nicht. Ich meine, ich würde mich als relativ ruhigen Mensch einschätzen, aber da bin ich erstmal so, war ich mit der Stur, war ich verzweifelt irgendwo auch. Hab mich aufgeregt, hab gegen die Wand geschlagen und weiß nicht. War sonst jemand im Haus noch? Nee, keiner. Keiner. Hast du dann irgendwann einen Rettungswagen, die Polizei oder irgendeinen Freund oder Verwandten angerufen? Ja, auf den Krankenwagen bin ich gar nicht drauf gekommen irgendwie. Ich hatte erst versucht, meinen Vater anzurufen, der halt in einer Stunde mit dem Auto entfernt war. Mhm. Und ja, der war nicht zu erreichen. Und dann habe ich meine Freundin angerufen, ist die dann gekommen. Mhm. Eine Viertelstunde später ungefähr da. Und ja. Die kam eine Viertelstunde später erst. Das heißt, du warst da noch eine Viertelstunde alleine mit deiner verstorbenen Mutter im Haus oder im Keller. Ja. Hm. Dann kam irgendwann die Polizei oder der Krankenwagen. Mhm. Und da wurde der Tod festgestellt. Ja. Was hast du in dieser Zeit gemacht, während deine Freundin auf dem Weg zu euch war? Sofern du dich da überhaupt daran erinnern kannst, vielleicht kannst du dich ja gar nicht daran erinnern, weil du so geschockt warst. Ja, war es ja nichts Spezielles irgendwie. Mhm. Jetzt sind 3 Wochen vergangen. Ja. Hat deine Mutter einen Brief hinterlassen, eine Nachricht? Ja, keinen Brief direkt. Sie hatte so eine Art Tagebuch geführt, das sie dann ein paar Tage später gefunden hat in ihrem Büro. Und da stand halt so ein bisschen was drin. Und steht da so etwas drin, dass du es in irgendeiner Weise verstehst, warum sie das getan hat? Ja, sie war 1,5 Jahre vorher schon depressiv die ganze Zeit. Mhm. Und war auch in Behandlung und alles. Aber wir hatten halt nicht damit gerechnet, dass ich so klar dafür entscheidet, weil sie es mit der Entscheidung ziemlich schwierig hatte. Mhm. Allgemein. Also sie war wirklich krank, sie hatte eine Depression, depressiv, sagst du? Gab es sonst im Leben auch Probleme, die sie belastet hat, in der Ehe oder finanzielle Probleme oder familiäre Probleme? Ja, also angefangen hat es eigentlich damit, dass sie ziemliche Prüfungsangst hatte und hat sich das immer hochgeschaukelt. Sie hatte Prüfungsangst? Das vor 1,5 Jahren, ja. Ja, was hat sie da für eine Prüfung gemacht? Sie wollte eigentlich, sie war Masseurin und wollte sich fortbilden lassen. Ja. Und hatte halt die Zwischenprüfung und konnte nicht mehr schlafen und gar nichts. Mhm. Und ja, irgendwann haben wir halt gesagt, dass es keinen Sinn hat, dass sie die ganzen Prüfungen macht, weil sie es nicht schaffen kann, einfach schon allein, weil sie einfach übermüdet war. Mhm. Und dann haben wir sie in die Reha gegeben, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da ist ein paar Tage später aus dem Fenster gesprungen. Ach, es gab also schon mal einen Versuch? Und das ist gut gegangen? Was ist gut? Das war halt, weil es direkt in der Klinik war, war es halt der Fall, dass die Ärzte direkt vor Ort waren. Ist sie da verletzt gewesen? Ja. Wie verletzt? Sie war eine Woche auf der Intensivstation. Irgendwas gebrochen? Sie hatte einen doppelten Beckenbruch. Ja. Und
Ja, aber Kopf und so war alles noch in Ordnung, das war alles. Das heißt, das war ja schon eine Warnung, ne, für euch, oder, das heißt, so ganz, ganz überraschend, sage ich mal, kam das jetzt nicht, dass sie so etwas ganz Schlimmes getan hat, für euch Schlimmes, für sie vielleicht Schlimmes. Ja. Weißt du, ob sie danach in eine andere Behandlung, psychologisch? Ja, war sie. Bei verschiedenen Ärzten. Wie alt ist deine Mutter geworden? 47, seit ungefähr 2 Wochen vorher Geburtstag. Ja. Wie ist das jetzt für dich? Du bist erst 19 Jahre alt. Du hast deine Mutter hat sich das Leben genommen. Du hast sie sogar selbst gefunden, was ja ein sehr schwerer Anblick ist, den du dein Leben nicht vergessen wirst. Es sind erst 3 Wochen her. Wie würdest du deinen Gefühlszustand im Moment beschreiben? Naja, auf der einen Seite kommt auf jeden Fall ab und zu die Trauer durch, aber ab und zu denke ich, weil ich halt jetzt im Abitur stehe und 3 Wochen die Prüfung habe, denke ich halt auch manchmal natürlich, dass ich es mir einfach nicht leisten kann, jetzt irgendwie noch da ewig drüber nachzudenken oder so. Ja. Dass es besser nachher kommt einfach. Ja. Wie war denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Ja gut, wir haben uns ab und zu gestritten. Ich meine, das kommt immer mal vor, aber in der letzten Zeit konnte man nicht wirklich mehr was mit ihr machen. Konnte man nichts mehr mit ihr machen? Nicht wirklich, ne. Man konnte auch nicht reden. Man konnte ja was erzählen, aber man konnte nicht richtig mit ihr reden wie früher. Ja. Bist du das einzige Kind oder gibt es noch Geschwister? Nee, ich habe noch eine Schwester. Kleiner? Größer? Ja, die ist 2,5 Jahre jünger als ich. Ja. Wie geht die damit um? Ja, der geht es noch ein bisschen schlechter, glaube ich. Weil sie in Bayern auf dem Internat noch ist. Achso, die war dann gar nicht in eurer Gegend, in einem Umfeld, als es passiert ist. Ja, sie ist nur einen Tag später von meinem Vater abgeholt worden. Und ja. Hast du, Tobias, in all der Trauer und der Erschütterung, gibt es auch so ein bisschen... Bisschen Wut auf die Mutter, dass sie dir und euch das angetan hat? Bis jetzt noch nicht. Also es war eine kranke Frau, die eine schwere seelische Erkrankung hat, und das war jetzt der Gipfel der Erkrankung, der dorthin geführt hat, zu dem Selbsttötung. Hast du denn Menschen, mit denen du darüber sprechen kannst? Ja. Mit meiner Freundin, der kann ich alles erzählen, der halt auch direkt am Anfang da war. Ja. Und mein Vater auf jeden Fall noch. Kann man viel sprechen mit dem Vater, oder seid ihr beide irgendwie da so in der Trauer eher gelähmt in der Familie? Ja, ich meine, natürlich redet man nicht über alles, weil das meiste der andere auch weiß, aber es gibt schon einiges, worum man reden kann, das ist auf jeden Fall gegeben. Ich stelle mir auch sehr schwer und sehr, 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 sehr erschütternd dann vor, auch noch die Beerdigung zu durchstehen für die Angehörigen, so auch in deinem Fall für dich. War das so? Ja, es war auf jeden Fall schwer, aber es war schön zu sehen, wer alles gekommen ist. Weil auch Mitschüler und Lehrer gekommen sind, die dann hinter einem standen irgendwo. Ich finde gerade, was du vorhin gesagt hast, finde ich schon auch sehr wichtig. Nämlich, du sagst, ich bin jetzt im Abitur und eigentlich kann ich gar nicht jetzt mich so gehen lassen in meiner Verzweiflung, sondern ich muss das ja durchziehen. Finde ich auch, finde auch toll, wenn du das schaffen würdest, Tobias. Würde deine Mutter bestimmt auch wollen. Aber da braucht man natürlich eine irre Kraft für, so, um das zu schaffen. Ich würde dir dringend raten, du hast deine Freundin, du hast deinen Vater, aber wenn du dir vielleicht doch noch so ein bisschen Hilfe von außen suchen würdest, jemand, der dich da etwas unterstützt und der dir etwas beisteht, wärst du dazu bereit? Im Prinzip schon, ja. Ich deute ja den Anruf bei mir auch so, dass du auch gerne reden möchtest. Und ja. Da würde ich dir nämlich sehr gerne jetzt über meine Psychologin die ein oder andere Adresse an die Hand geben, in deine Umgebung, wo du dich hinwenden könntest. Ja, gerne. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich zurück. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen alle Kraft, jetzt auch für die nächste Zeit, dass du dein Abitur schaffst. Ja, danke schön. Und tu es für deine Mama, die würde sich bestimmt sehr, sehr freuen, wenn du es dann schaffst.
Mit Sicherheit, ja. Alles gut, Tobias. Wir rufen gleich zurück. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr uns erreichen wollt. Und erreicht hat uns auch der Daniel und Daniel ist 21 Jahre alt. Hi Domian, ich grüße dich. Hallo Daniel. Erstmal Riesenrespekt für deine Sendung, wirklich klasse, schön mit dir mal zu telefonieren. Vielen Dank. es geht darum, ich bin jetzt seit 2 Monaten mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Ist super klasse, ich habe glaube ich echt meine Traumfrau da gefunden, bin super glücklich. Nur seit einem knappen halben Monat blockt sie, was den Sex angeht. Es hat halt nicht mehr geklappt und sie ging halt auch ein bisschen auf Abstand. Dann habe ich mit ihr geredet und da hat sich halt rausgestellt, dass sie mit ja so etwa 13 Jahren oder 12, 13 Jahren auf einem Schüleraustausch in Ungarn halt von dem Sohn der Familie, bei dem sie war, vergewaltigt wurde. Mhm. Und ja, wie gesagt, jetzt seit einem knappen halben Monat, wir haben keinen Sex mehr und ja. Also ich versuche ja auch ein bisschen die Möglichkeit zu geben, auch ein bisschen Abstand zu nehmen. Das Ganze ist allerdings ein bisschen schwierig, denn ja. Ich arbeite mit ihr zusammen, sehe sie auch jeden Tag und was heißt Abstand nehmen? Abstand von euch oder Abstand davon, dass du jetzt darauf bestehst, mit ihr Sex zu haben? Ja, sowohl als auch, also ich versuche einfach ein bisschen Freiraum zu geben, weil wir haben halt jetzt in den ersten 1,5 Monaten sehr viel Zeit miteinander verbracht und es war auch so, jedes Mal, wenn wir zusammen waren, hatten wir halt Sex. Mhm. Gerade wenn wir bei mir waren, schönen Film geguckt, ein bisschen gekuschelt, abends Sex gehabt und vielleicht ist es einfach nicht im Hinterkopf, wenn wir bei mir sind, dass wir Sex haben müssen. Ach so, dass du das erwartest und dass ihr dann unter einem bestimmten Druck und Zwang steht. Wir haben dann natürlich auch schon miteinander drüber gesprochen und sie sagte auch, sie meinte dann, sie müsste es für mich tun. Ich habe auch gesagt, nein, ganz und gar nicht. Ja. Hast du denn den Eindruck, Stichwort, sie müsste es für dich tun, hast du denn den Eindruck, dass sie die ersten 1,5 Monate, während ihr zusammen wart, das für dich getan hat? Nee, also sie hat auch wirklich Spaß dran gehabt. Ich habe mich auch wirklich darüber gesprochen. Sie meinte auch, es macht ihr Spaß. Weil das ist ja sonderbar, ne? Dass ja, das dann plötzlich dann... Das ist gerade das Krasse, weil sie hatte mit One-Night-Stands nie ein Problem. Nur sie hatte nie eine längere Beziehung. Mhm. Ihre längste Beziehung dauerte 1,5 Monate. Und ich denke, dadurch, dass sie dann halt auch da angefangen hat, dann wieder zu blocken, ist das vielleicht auch in die Brüche gegangen. Wie alt ist sie? Sie ist 19. 19, mit 13 ist das passiert. Ja. Ja. Und sie meinte auch, sie wäre drüber hinweg. Nur jetzt stellt sich halt heraus, dass es wohl nicht der Fall ist. Kann sie dir denn erklären, wie das, oder was war, zumindest ein bisschen anschaulich machen, dass sie 1,5 Monate sehr gerne mit ihr Sex hatte und hat sie jetzt plötzlich keine Lust mehr? Widert es sie an? Erinnert sie sich an früher? Also sie kann es selbst nicht so richtig in Worte fassen. Ich weiß nicht, ob sie es mir nicht sagen will, aber ich glaube, dass sie es einfach nicht in den Worte fassen kann. Mhm. Ich weiß doch wirklich nicht, was ich machen soll. Also ich suche auch immer das Gespräch mit ihr, aber wir finden nie so wirklich den Punkt. Es ist müßig, vielleicht, aber das ist ja auch eigentlich jetzt auch egal. Vielleicht hat sie das sogar sich ein bisschen auch selbst was vorgemacht in den ersten 1,5 Monaten. Und im Zuge der Vertrautheit hat sie dann auch das ehrliche Gefühl mehr rausgelassen, nämlich dass sie das eigentlich gar nicht will. Was auch ein Zeichen wiederum ist für ihr Gefühl dir gegenüber. Ja. So muss man es ja auch mal sehen. Aber sie sagt auch, sie liebt mich und ich habe auch gefragt, ob sie die Beziehung wirklich möchte. Das will sie wirklich auch und sie ist auch glücklich. Ich weiß nicht, also... Ist denn damals, das ist nun einige Jahre her... Ist danach irgendetwas passiert? Hat sie es mal jemandem erzählt? War sie bei einem Arzt? War sie bei einem Therapeuten? Also sie hat wohl mit 1 oder 2 Freundinnen darüber gesprochen. Ihrer Mutter hat sie es nie erzählt. Sie hat auch überlegt, ob sie es tun soll. Sie hat nie mit einem Arzt oder so darüber gesprochen. Sie hat jetzt darüber nachgedacht. Ich habe auch gesagt, wir können auch gerne zu irgendeiner Paarberatung oder zum Psychologen gehen. Mhm. Das war heute. Da hat sie allerdings ein bisschen abgeblockt. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht ein bisschen peinlich ist oder so. Mhm. Vielleicht ist es einfach der Punkt, dass sie es nicht richtig verarbeiten konnte, dass sie halt vielleicht noch nicht so... Mhm. Es wirklich rausgelassen hat. Sie hat eine gute Freundin, da hat sich rausgestellt, dass ihr sowas Ähnliches passiert ist und ich glaube, da hat sie jetzt auch eine Ansprechpartnerin, mit der sie halt über sowas sprechen kann einfach, weil ich habe auch gesagt, klar, du kannst mir über alles sprechen. Hat sie dir genau die Vergewaltigung geschildert oder hat sie nur gesagt, da ist so etwas vorgefallen? Ja, nur, dass das halt vorgefallen ist. Ja. Ich wollte da jetzt auch nicht so in der Seele bohren. Nein. Also Daniel, ich glaube, die Richtung ist ganz klar, die du jetzt gehen musst. Du sagst, du bist sehr verliebt in die Frau. Du hast gerade am Anfang gesagt, das ist vielleicht die Frau meines Lebens sogar. Ja. Ne? Das heißt, da musst du jetzt sehr geduldig sein. Mhm. Da musst du dich wirklich in Sachen Sexualität sehr zurücknehmen. Mhm. Ich finde schon
Erstmal toll, dass sie dir das so schnell erzählt hat. Ich kenne genügend Fälle, wo die Frauen das dann ganz, ganz, ganz lange auch ihren Partnern verheimlichen, aus Sorge, aus Scham, aus was auch immer. Sie hat es dir gesagt. Ich finde, das ist ein Vertrauensbeweis. Setze sie auf keinen Fall unter Druck. Ich finde auch eure Richtung im Moment gut, dass du sagst, wir gehen mal ein bisschen auf Distanz. Wir treffen uns auch nicht bei mir, weil das ist dann gleich assoziiert mit Kuscheln und Sex. Mhm. Du wirst ihr letztendlich da nicht raushelfen können. Mhm. Du kannst aber da sein und für sie da sein, was Gold wert ist. Dass klar, das möchte ich auch. Ja, dass jemand ist. Wenn du es schaffen würdest, auch natürlich ohne Druck, ihr einfach nur begreiflich zu machen, dass der allerbeste Weg ist, sich professionelle Hilfe zu suchen, bei einer Beratungsstelle, bei einem Psychologen, oder dass ihr ein Frauentelefon anruft, ein Frauennottelefon oder was weiß ich, dass ihr einfach irgendwo eine professionelle Ebene sucht. Das wäre der richtige Weg. Ja, ich habe auch gesagt, ich möchte dir unterstützen in jeglicher Form. Ja. Aber dann musst du natürlich auch bereit sein, das kann eine lange Zeit dauern. Klar, also das nehme ich wirklich auf mich für die Frau. Ja, und ich glaube, je mehr sie merkt, wie ernst du das meinst, und je mehr sie merkt, dass du wirklich bereit bist, auch deine sexuellen Sehnsüchte da runterzuschrauben, wird das eurer Liebe gut tun und wird euch noch viel mehr zusammenschweißen. Ja, du, kann das auch sein, weil ich habe mit dir auch einfach mal so drüber gesprochen, dass was ich für sie empfinde, wenn ich mit ihr abends mit ihr einschlafe, wenn ich sie in den Arm nehme, wenn ich sie küsse, diese Gefühle, die ich einfach habe, so dieses Innige, dieses Mensch, da ist jemand, das hat sie nicht. Meinst du wirklich, es kann auch daran liegen, dass sie halt diese Gefühle noch nicht richtig deutet oder weil ich weiß nicht, also ich komme mir so vor, als ob ich wirklich alles gebe und sie so gefühlskalt ist, aber... Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass sie einfach völlig verkrampft ist und aufgrund der Verletzung, die ihr angetan wurde, obwohl es viele Jahre zurückliegt, was aber überhaupt nichts aussagt, dass sie einfach unsicher ist und völlig verspannt ist und nicht weiß, wie sie sich richtig verhalten soll. Hm. Ich mache mal einen Vorschlag. Wir geben dir jetzt ein paar Adressen an die Hand. Ja. Die kannst du ihr mal einfach hinlegen. Ja. Und sagen, pass mal auf, ich hab das hier hab's recherchiert, ich gebe dir das jetzt und wir reden erstmal nicht drüber. Mach du, was du für richtig hältst. Ja. Meinst du, sie sollte so eine Beratungsstelle eher allein aufsuchen oder sollte ich sie begleiten? Das soll sie entscheiden. Ja. Ich würde so ganz spontan sagen, sie soll es allein machen, aber das soll sie entscheiden. Mhm. Dass sie den ersten Schritt vielleicht erstmal alleine macht und es ist ja erstmal ihr Problem. Mhm. Sie muss das ja erstmal für sich, es ist natürlich auch euer Problem, aber es ist hauptsächlich ihr Problem, dass sie etwas ins Lot wieder gerät. Jetzt rufen wir dich zurück und versorgen dich noch mit ein paar Anschriften. Okay, vielen herzlichen Dank, Domian, und tiefen Respekt für deine Sendung. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Dankeschön, Daniel. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wo wir gerade beim Thema sind, es gibt auch Domian-Service-Seiten, wo ihr wirklich sehr viele Adressen, Tipps, Hinweise und alle möglichen Informationen erhaltet, nämlich unter domian.de. Da findet ihr die Domian-Service-Seiten unter domian.de. Ingo, 25 Jahre, ist jetzt hier. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Ingo. Mein Thema ist Hassliebe. Hassliebe? Ja. Was verbirgt sich denn bei dir dahinter? Ich habe mich in jemanden verliebt, den ich aufgrund von meinem Verstand her hasse. Ja, das hört sich ganz komisch an. Und zwar ich kann nur schon. Aufgrund des Verstandes hast du die Person. Warum hast du die Person? Ja, weil die, egal was ich tue, egal was ich mache, mich irgendwo immer niedermacht. Niedermacht? Ja, die erzählt Gerüchte über mich. Und also wir reden über eine Frau? Ja, ganz genau. Wie alt ist die Frau? Die ist 19. Wird 19. Ja, die kennst du schon etwas länger? Ja, die kenne ich jetzt 4 Jahre. Ah ja. Und im Laufe dieser 4 Jahre ist das immer so passiert, dass sie dich niedergemacht hat? Ja, eigentlich jetzt so, dass letzten 1,5 Jahre, wo es extrem ist, wo sie mich niedermacht. Aber seit einem guten halben Jahr habe ich mich in die verliebt. So, ich will jetzt noch ein bisschen mehr verstehen, wie die dich niedermacht. Macht die dich lustig? Macht die sich lustig? Die macht dich lustig, wenn wir Feiern vom Verein haben. Die macht sich... Was für ein Verein ist das? Ich bin in einem, so einer Art Spielmannszug. Ah ja, ja. Und da ist sie auch drin? Da ist sie auch drin. Also sie macht sich vor allen Leuten beispielsweise lustig über dich mit irgendwelchen blöden Sprüchen? Ganz genau. Ja. Was ist denn zum Beispiel so ein Spruch? Ja, wenn ich mich mit anderen unterhalte, da aus dem Verein, dann sagt sie,
warum unterhaltet ihr euch mit denen? Der stinkt doch und so eine Scheiße und all so eine Sachen, das, was eigentlich tief unter der Gürtellinie auch geht. Wie kommt sie darauf, dass du stinkst? Du stinkst doch. Weiß ich nicht, stinke nicht. Ich jeden Tag duschen. Gehe ich jetzt auch von aus. Also eine richtig, eine Bosheit, ne? Ja, so richtig boshaft. Die kann dich nicht leiden, offensichtlich. Und wahrscheinlich. Pinkelt immer so gegen dich, ne? Ja, ganz genau. So. Egal, was ich mache, selbst wenn ich kackenfreundlich zu der bin, wirklich richtig schmierig freundlich bin, trotzdem ist das... Kannst du dir das erklären, warum die etwas gegen dich hat oder hatte all die Jahre? Ich denke einfach mal, dass das... ich schätze sie einfach so ein, dass das für sie so ist, dass sie das machen muss, einfach ihren Kick selber zu kriegen. Aber das macht sie nur mit dir, mit anderen macht sie das nicht. Also ich habe es jetzt bei mir extrem festgestellt, ob sie es mit anderen macht, weiß ich nicht. Naja, das kriegst du ja mit, wenn ihr euch da im Verein trefft. Und, ja, eigentlich weniger. Also du bist so die Hassfigur für sie. Ja. So. Und jetzt kommen wir zu dem wirklichen Thema. Du sagst, mein Thema ist Hassliebe. In diese Frau, die dich so lange Zeit fertig macht, blamiert und weiß ich was alles, auf dir rumtritt, in die bist du jetzt verliebt? Ja, mein Herz sagt ja, mein Verstand sagt nein, du bist bescheuert. Bist du sadomaso-mäßig irgendwie drauf vielleicht? Ich mag das sexspielisch gesehen, ja. Also hast du vielleicht sogar ein bisschen Spaß daran, auch seelisch gequält zu werden. Aber seelisch eigentlich weniger. Das ist so toll. Das ist jetzt seit einem halben Jahr, sagst du, dass du dich ein bisschen verknallt hast in die Frau? Durch irgendein ein Vorkommnis oder war das plötzlich da? Das war eigentlich ganz plötzlich. Also ich kann eigentlich nur sagen, wir sind vom Verein aus, in so einen Freizeitpark gefahren und fahren dann mit unserem eigenen PKWs dahin und sie hatte leider eine Panne auf dem Weg dahin mit ihrem Wagen. Mhm. Und ich bilde eigentlich vom Verein aus immer den Schlussstrich. Ja. Ich fahre immer als Letztes mit unserem PKW. Und dadurch bin ich dann direkt mit rangefahren. Eigentlich ganz normal, was sie als Untervereinskameraden sich gehört, dass man halt... Und hast dir geholfen? Ja, mehr oder weniger, soweit wie ich helfen konnte. Und dadurch hat sich das ausgelöst, das Verliebtheitsgefühl? Ja, bin ich eigentlich, weil die ja... Da war sie, als wenn sie ausgewechselt gewesen wäre. Na gut, da hat sie ja auch deine Hilfe gebraucht. Ja, aber... Und danach, die Zeit, die Tage, die Wochen danach, war es wieder so wie früher oder hat sie sich wirklich... War sie wie früher wieder. So, und das zieht sich bis heute hin. Ja, und jetzt am Wochenende hatten wir gegen einen anderen Verein Fußballspiel gehabt, was sie einfach so spaßeshalber gemacht hat. Mhm. Da war sie auch wieder wie ausgewechselt. So wie den Tag, wo wir den Ausflug gemacht haben. Ingo, hat die irgendeine Ahnung davon, was in dir vorgeht? Nein. Nein. Mhm. Ich glaube, ich werde es ihr auch nicht unbedingt sagen. Ich weiß es nicht. Das ist genau das, was... Das wollte ich dir jetzt gerade sagen. Also alle meine inneren Stimmen sagen mir, Ingo, halt bloß deinen Mund. Du machst dich da noch lächerlicher und die wird noch mehr auf dich eindreschen. Ganz genau. So hatte ich auch... Sagt mein Verstand, mein Herz sagt, du müsstest ihr eigentlich mal endlich sagen, was los ist. Ich glaube, also ich kenne nun die Frau nicht und ich kenne den ganzen Fall nicht detailliert, aber was du mir gerade geschildert hast, glaube ich wirklich, dass der beste Ratschlag ist, nimm dich da bloß zurück. Nimm dich da bloß zurück. Also ganz normal mich geben, ohne dass ich dir irgendwie Anzeichen mache, dass ich dich mag. Ja, vielleicht ist es auch einfach so ein komisches Ding, was dir bei dir psychologisch abgelaufen ist. Nur war sie einmal mal nett zu dir, dass du vor lauter Dankbarkeit... Das ist ja immer, kommt drauf an, wer noch dabei ist. Ja, so, ich weiß nicht, weißt du, wie die für mich klingt? Einfach wie so eine launische, jetzt hätte ich bei einem schönes Wort gehört, eine launische Person, sagen wir mal ganz, ganz neutral, die sich da einen Schwächeren ausgesucht hat, der sich nicht so wehren kann oder weiß ich was, und da darauf rumtritt. Geh auf Distanz von der Frau. Ich glaube, es tut dir nicht gut, wenn du dich der offenbarst. Guck lieber, halt die Augen auf nach anderen Mädels in deiner Umgebung, aber nicht diese Frau, wirklich nicht diese Frau. Wenn die dir 4 Jahre zugesetzt hat, kann da nichts gebacken sein. Da müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn das irgendwie anders wäre.
Mein Ratschlag, mein ganz klarer Tipp von außen. Ich weiß, dein Herz sagt es anders, aber jetzt hat es dir nochmal ein Verstand von außen gesagt. Vielleicht hilft dir das ein bisschen. Ja, das denke ich mal eher, dass mir das hilft. Ja. Weil, so selber sage ich, Verstand sagt ja selber, mein Verstand sagt ja selber. Nee, ich nicht, aber wie gesagt, das Herz. Geh auf Distanz und geh Schritte zurück von dieser Frau. Ich glaube, du tust dir sehr Gutes damit. Okay? Ja, kann ich noch ein Autogramm von dir haben? Ja, dann musst du auflegen, dann rufen wir dich nochmal an wegen der Anschrift, okay? Mach ich. Alles Gute, tschüss. Bis dann, ciao. Jo. Antonio, 16 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Antonio. Und zwar, ich habe letztes Jahr im Sommer meine Ex-Freundin verloren, und zwar an einem Autounfall. Mhm. Wie alt war sie? Sie war 15. Ja. Und seitdem... Im Sommer letzten Jahres? Und seitdem bin ich halt eben nicht wirklich so, ich sag mal, nicht mehr so wirklich fähig, jemanden zu lieben oder mich zu verlieben. Wie lange wart ihr zusammen? 8 Monate. Ja. Und das hat mich ganz schön zugesetzt, wo das dann passiert ist. Warst du dabei? Nein, ich war nicht dabei, ich war im Urlaub. Wie ist der Unfall passiert? Wie ist der abgelaufen? Also sie sind nachts von Bremen nach, also aus dem Rück gefahren, wo sie wohnt, und dann ist halt eben irgendwie ein Reifen geplatzt, soweit wie ich das mitgekriegt habe, und sind dann Schleuder gekommen und sind dann entweder, ich meine, gegen LKW gerast. Ist sie sofort am Unfallort verstorben? Nein. Die war noch 4 Tage am Leben und dann ist sie, ich meine, ja, am inneren Blutung später gestorben. Und da du im Urlaub warst, konntest du sie nicht mehr sehen im Krankenhaus? Ja, und das Krasseste war ja immer noch, wo ich das dann erfahren habe, also dass sie dann endgültig, also tot war. Das war da irgendwie am Regnen gewesen, da wo wir waren, und dann war da so ein Fluss. Und dann bin ich da reingegangen und also total hinten, also ohne dass ich da irgendwie was gepeilt habe, bin da reingegangen und habe angefangen zu schreien, und das so fast die Hälfte der Zeit, bis es dann irgendwann abends wurde und die Betreuer mich da weggeholt haben, weil keiner wusste ja, was da mit mir war. Also ich war nicht die ganze Zeit im Wasser, da war so eine Insel und dann bin ich da hingeschwommen. Aber da, ich erkläre das, mach's nochmal klar, da hattest du aber vorher die Nachricht schon erfahren, ne? Dass sie einen Unfall hatte, ja. Aber du wusstest noch nicht, dass sie tot ist. Ja, also... Aber sie ist währenddessen gestorben, quasi als du geschrien hast in dem Wasser. Nein, also sie war schon vorher tot. Also wo ich dann angerufen wurde, war sie bestimmt schon, was weiß ich, 2 Stunden oder so tot. Achso. Aber du wusstest davon noch nichts, als du da in dem Wasser warst? Doch. Doch, das wusstest du doch. Da hatte ich einen Anruf ja vorher gekriegt. Und ja, dann bin ich halt eben nach Hause gekommen und hab dann irgendwie später noch die Familie, also die Mutter und den Vater besucht. Der Vater ist jetzt querschnittsgelähmt. Und ach, der war auch in einem Auto? Ja, der ist gefahren. Der ist gefahren. Und ja, dann habe ich es irgendwie so ein paar Mal versucht, mich wieder halt eben mich zu verlieben, aber das hat nicht geklappt. Dann habe ich es halt eben einfach so, also einfach so mit dem Mädchen rumgeknuscht und so. Ja. Aber dann waren da keine Gefühle bei und nichts. Ja, ja. Wie viel Zeit war da vergangen, bis du das erste Mädchen wieder angefasst hast? Wie viele Monate? Wann war das? Im Sommer ist das Unglück passiert, und wann hast du wieder... Das war dieses Jahr Januar. Dieses Jahr Januar. Ja, und dann vor kurzem dachte ich, dass ich mich wieder verliebt habe, aber dem war er nicht so. Denkst du sehr viel an deine verstorbene Freundin? Ja. Ja. Also. Gehst du da auch zum Friedhof oft? Ja, also nicht so oft, weil ich kann das da nicht wirklich lange aushalten. Ja, ja. Weil dann kommen wieder diese ganzen Gefühle hoch und dann geht es mir nur nachträchtiger, als es mir sowieso manchmal geht. Und ich hatte vor knapp einer Woche oder 2 Wochen hatte ich so eine Phase, da habe ich viel über mein Leben und so nachgedacht und wie es dann so wäre, wenn ich nicht mehr da wäre. Ja. Ich sag mal so, manchmal denkt man, wenn man sich umbringt, die meisten Menschen davor denken irgendwie immer, ja, es passiert, aber viele werden darüber traurig sein, aber nach einer Zeit verdrängen die Leute das. Und das war das, was mich dann die Zeit danach so ein bisschen zu schaffen gemacht hat. Dass die Leute das verdrängen, dass man traurig ist? Ja, also ich habe es mittlerweile zwar nicht verdrängt, aber
ich sag mal so zum Beispiel, die Eltern von ihr oder ihr Freundeskreis hat es mittlerweile richtig verdrängt. Naja, vielleicht sagen sie es ja. Gerade die Eltern. Die Eltern werden schon noch sehr darunter zu leiden. Ja, die Eltern ja, aber der Freundeskreis. Der Freundeskreis, ja. Deswegen, ich habe auch ein paar Freunde hier und deswegen habe ich Angst, dass ich dass wenn mir sowas passiert, dass sie das dann auch machen, also dass sie das auch verdrängen. Ja, aber es war jetzt nicht so weit, dass du darüber nachgedacht hast, dir auch das Leben zu nehmen. Doch. Mhm. Das ist mir auch schon oft passiert. Aber lässt das jetzt so ein bisschen nach oder ist das im Moment immer noch... Ja, das lässt nach. Also es ist nicht mehr so stark wie früher. Weißt du, Antonio, ich glaube immer, der beste Gedanke ist, wenn man auf solch eine Idee kommt, was ja auch verständlich ist, wenn man so traurig ist, dass man irgendwann auch denkt, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr leben. Das ist so eine große Traurigkeit, die mir da zu schaffen macht. Ich glaube, man muss sich immer vor Augen halten, was der Mensch, den man verloren hat, dazu sagen würde. Und ich könnte schwören, dass deine Freundin niemals sagen würde, ja, Antonio, nimm dir das Leben. Die würde immer sagen, leb und mach was aus deinem Leben. Ja, ich hab dich lieb, ich will, dass du glücklich bist. Ja, das ist mir auch klar, aber, ja, aber wenn man so lange halt eben sich, also das kommt einem echt komisch vor, aber ich weiß nicht, ob das normal ist, dass man so lange Zeit sich nicht wieder verliebt. Antonio, ich will dir mal was sagen. Ich glaube, dass jeder Mensch, egal ob er nun jünger ist, du bist erst 16 oder ob es ein älterer ist, ist völlig wurscht, dass jeder anders mit Trauer umgeht. Der eine kann es vielleicht nach einem halben Jahr etwas überwinden. Ein anderer braucht ein Jahr. Oder vielleicht noch ein anderer braucht noch länger. Und wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt eine lange Zeit, konnte ich mich neu verlieben, würde ich dir jetzt ganz spontan sagen, finde ich normal. Wenn du das Mädel richtig lieb gehabt hast, ich könnte das auch nicht. Ich würde auch ganz, ganz lange trauern und einfach verzweifelt sein. Aber du darfst nicht darüber verzweifelt sein, dass du dich noch nicht verlieben kannst. Ich glaube, das wird irgendwann kommen. Es wird ganz automatisch kommen. Und das ist dann auch nicht schlimm. Das ist dann auch nicht gegen deine Freundin gerichtet. Das ist normal, dass man sich dann irgendwann auch nochmal verliebt. Deine Freundin wirst du immer in deinem Herzen halten. Immer. Auch wenn du andere Frauen irgendwann lieben wirst. Die hast du immer. Die hat immer einen Platz in deinem Herzen. Ja, nur was mir dann halt eben auch noch zu schaffen macht, ist, dass ich so merke, dass ich so langsam meine besten Freunde alle verliere. Dass das alles hops geht mit unserer Freundschaft, die ich habe. Und davor habe ich halt eben Angst. Wie kommt das? Weil du dich so zurückziehst, oder? Nee, weil es immer so Kleinigkeiten sind, an denen wir uns alle immer verstreiten. Aber hat das zu tun mit dem Tod deiner Freundin? Ja, ab und zu schon, weil manchmal so, zum Beispiel, wenn wir in eine Disco gehen oder so, da zieht mich das ab und zu schon runter, wenn ich was getrunken habe. Mhm. Und dann finden die das halt eben auch ab und zu ein bisschen kacke, dass ich dann halt eben da sitze und mir die Kante gebe, dann das finden die auch nicht wirklich pralle. Dann musst du denen einfach sagen, pass mal auf, Jungs und Mädels, lasst mich mal in Ruhe, ich habe damit noch zu schaffen, da müssen wir auch nicht ständig drüber reden, aber das geht mir halt noch sehr alles zu Herzen. Und da müssen die das halt auch akzeptieren und aushalten. Und wenn der eine oder andere das doof findet, dann ist er auch wirklich doof, sage ich dir. Ja, also es ist ja nicht so, also die helfen mir dann ja immer. Mhm. Aber so mit den ganzen Problemen, die ich habe, wenn ich dann mit dem Problem zu denen komme, dann sagen die auch manchmal, wir haben auch eigene Probleme. Ja, verstehe ich. Die sind alle so ungefähr in deinem Alter wahrscheinlich auch, ne? Ja. Hast du denn jemanden, mit dem du da auch, einen etwas älteren vielleicht, mit dem du da regelmäßig drüber reden kannst? Ja, habe ich. Also, wer ist das? Das ist eigentlich der beste Freund von meiner Schwester. Ja. Aber ich habe mich mittlerweile auch mit denen richtig gut verstanden und der, ja. Ja, wenn du mit dem reden kannst, die Person, dann halte dich an die Person. Ich glaube, wenn man da vielleicht ein bisschen älter ist, dass man da auch etwas anders mit umgeht, mit so etwas. Und dann ist ein bisschen älter, der ist 18, aber der, weiß ich auch nicht, der hat auch schon viel durchgemacht. Also daher kann ich mit dem auch sehr gut darüber reden. Ja. So, wir halten mal fest. Ich sage jetzt nochmal, dass ich das nicht beängstigend oder bedrohlich finde, dass du dich noch nicht verliebt hast. Ich finde das okay. Okay finde ich es nicht, aber ich finde es normal. Auch normal, sagen wir es so. Die Geschichte mit der Selbsttötung habe ich dir auch klar gesagt. Ne? Ja, es ist... Ich finde, dass das nicht in Ordnung ist.
Ja, ich habe damit ja, also darüber habe ich auch schon mit vielen Leuten darüber, also was heißt mit vielen Leuten, mit ein paar Personen darüber gesprochen und diejenigen sind dann ja auch für mich da, wenn sowas passiert. Also die gehen auch noch zur Schule und meinten dann, egal was passiert, ruf trotzdem an. Egal wie spät es ist, damit ich dann mit denen rede. Ja. Weil Ablenkung ist ja irgendwie... Ja, und das was ich auch noch sagen wollte, ist, du sagst, ich habe Angst, dass ich die Freunde verliere. Wichtig finde ich auch, dass du immer wieder versuchst, aber das machst du offensichtlich auch, dass du dich auch wieder so ins Leben mit einmischst, dass du ausgehst, dass du auch in die Disco gehst, tust ja, ne, hast du gerade gesagt. Ja. Dass du dich nicht ganz abkapselst, zu Hause alleine sitzt und immer trauriger wirst, aber das machst du ja auch. So, und jetzt möchte ich, dass nochmal meine Psychologin mit dir spricht. Ja. Antonia, du weißt, wie das funktioniert, du legst auf und wir rufen dich dann gleich nochmal an. Mhm. Ja? Ist okay. Von Herzen alles Liebe und alles Gute. Ciao. Tschüss. Hier ist Thomas, 32 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Thomas. Der Thomas, 34. 34, 32. Entschuldige. Ja, was ist denn danke für dein Gehör. Normalerweise helfe ich immer Menschen und jetzt bitte ich doch selbst mal um Hilfe. Was machst du vom Beruf? Ich bin momentan auf Jobsuche und früher war ich Investitionsgüterverkäufer. Ah ja. Also, was ist das Thema, weswegen du anrufst? Das Thema ist folgendes, und zwar habe ich vor anderthalb Jahren ein sehr nettes Mädchen kennengelernt. Mhm. Dieses Mädchen hat bis heute ein unheimliches Problem. Und zwar, wenn ich mit ihr Sex habe, dann kann ich sie nicht befriedigen. Also es liegt nicht an meinem Genital, ich hatte unheimlich viele Beziehungen davor. Sie ist 25, muss ich dazu sagen, und ich bin auch ihr Erster. Ja. Mhm. Ich habe wirklich Ruhe bewahrt und habe eigentlich ganz sanft, alles ganz einfach bin ich das angegangen. Und das Problem ist eigentlich, sie befriedigt mich zu 1000%. Ja. Sie erfüllt mir alle Wünsche. Ja. Und ich kann es eigentlich nicht, weil immer, wenn es bis zum Höhepunkt kommt, fällt bei ihr irgend so ein Vorhang und macht sie nicht mehr. Ja. Und ihr ist eigentlich das Kuscheln vorher und das Kuscheln nachher viel wichtiger als der ganze Akt letztendlich. Das heißt, in diesen anderthalb Jahren hat sie noch keinen Orgasmus zusammen mit dir erlebt? Richtig. Ich bin auch, wie gesagt, der Erste in ihrem Leben. Sie hat das erste Mal halt mit 25 mit mir halt diesen Akt vollzogen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Seid ihr ein Paar oder seid ihr einfach nur so eine... Nee, wir sind ein Paar. Ich habe sogar meine Ehe deswegen beendet. Ach so. 7 Jahre lang Ehe, weil ich mich dann für sie entschieden habe. Hat sie das dann versucht, dir mal ein bisschen zu erklären, was da bei ihr los ist, dass sie sich da letztendlich nicht so fallen lassen kann? Hat sie eine Andeutung gemacht? Eigentlich nicht. Sagen wir mal so, ich bin ein sehr offener Mensch und ich gehe sehr offen auch mit der Sexualität um. Und ich habe mit ihr auch da versucht, darüber zu sprechen, also wirklich zu sprechen, während des Aktes, danach und zwischendurch beim Kaffee und Kuchen. Sie sagt einfach, ich bin dann da nicht die Richtige, da musst du dir den Sex woanders holen. Ich kann es einfach nicht. Ich habe gemerkt, also ich sage jetzt einfach mal, mein Genital ist 17 Zentimeter oder sowas, also normale Größe. Und ich merke halt, wenn ich ganz, ganz tief in sie eindringe, dann tut sich etwas anderes. Und vielleicht gibt es ja so Frauen, ich habe da keine Ahnung von. Wie meinst du, dann tut sich etwas anderes? Dann wirkt sie doch etwas anders. Also irgendwo also merke ich... positiv. Positiv. Du meinst, dass dir das gefällt? Richtig. Und für mich ist das schon fast eine richtige Anstrengung und Akrobatik, bis ich halt, ob das jetzt der G-Punkt ist oder was auch immer. Hast du sie gefragt, ob ihr das besonders viel Spaß macht? Sie sagt, nee, sie merkt das gar nicht. Das Ganze, den ganzen Akt, sie versteht das nicht und merkt das gar nicht. Und hat sie denn überhaupt in ihrem Leben schon mal mit sich einen Orgasmus erlebt? Also was ich weiß ist, sie hat sich noch nie selbst befriedigt, sie findet sich selbst ekelig. Sie mag eigentlich ihren Körper nicht und sie will auch nicht in diese Welt eigentlich rein. Und eigentlich geht es da schon in Richtung anderes Problem, dass sie sich ja schon deswegen fast umbringen will. Ja. Oh, dann stehen da aber ganz große andere Probleme hinter, wo die Sexualität nur offensichtlich ein Teilbereich ist. Ja, ich habe auch schon mit meinen Freunden aber so drüber gesprochen, mit meinen sehr guten Freunden. Ja. Und die sagten auch, also
ich habe sie auch hier zum Psychiater geschickt und sie geht das jetzt auch an, sie macht jetzt die erste Stunde halt mit, aber... Das ist ein komischer Satz, ich habe sie jetzt auch zum Psychiater geschickt. Man schickt niemanden zum Psychiater. Nee, ich habe sie Jeder muss sich selbst entscheiden, zu einem Psychologen oder Psychiater zu gehen. Richtig. Wollte sie das wirklich? Das war am Anfang ein Fehler von mir, weil ich irgendwann mal so weit war, dass ich gesagt habe, Mensch, jetzt, du musst wirklich in der Therapie. Oh mein Gott und so, du tickst da total aus. Ich habe gesagt, nein, jetzt ganz im Ernst, ich kann es, ich schaffe es einfach nicht mehr, dich aufzufangen. Das müssen Fachleute. Ja, was sollen die denn sagen? Die sagen doch auch nichts anderes. Die sind doch, die werden dann auch sagen, ja, und machen sie dieses, machen sie jenes. Und sie wollte einfach partout nicht. Aber irgendwann kam der Punkt, da ist sie zu mir gekommen und hat dann gesagt, hör mal, ich möchte das doch ganz gerne machen, hilf mir. Und das läuft jetzt? Das ist angedacht. Achso, sie hatte noch keinen Termin. Ja, sie hat noch keinen Termin. Sie wollte das halt über die Kasse laufen lassen, weil das privat halt zu teuer ist, weil sie selbst noch Studentin ist. Ja. Und aber das ganze Problem, was sich daraus entwickelt, wir wohnen 500 Kilometer entfernt, wir sehen uns vielleicht mal alle 3 Wochen, mal alle 4 Wochen und sie kommt mit dem Studium schon gar nicht mehr weiter, weil sie mich nur noch anhimmelt und anschwärmt, ja. Und das verstehe ich dann auch irgendwann nicht mehr. Wir haben dann nur noch Dialoge. Ja, ich liebe dich auch. Ah, mein Honigmäulchen und so weiter. Was vermutest du denn, was dahinter steckt? Du sagst, sie ist oftmals so verzweifelt, dass sie an Selbstmord denkt. Warum ist sie so verzweifelt? Also, wie gesagt, ich bin der Erste in ihrem Leben. Sie weiß, dass ich schon viele Partnerinnen vorher hatte. Sie selbst fühlt sich hässlich. Ist sie hässlich? Nee, würde ich nicht sagen. Ist eine normal aussehende Frau? Ist eine normal aussehende, sagen wir mal so. Ich hatte vorher unheimlich sehr gut aussehende Frauen. Ich bin so blond und groß und gut gebaut und so weiter. Ja. Und sie hätte sich niemals erträumt, dass sie halt so einen Mann bekommt. Sie kennt meine Ex-Frau und sagt, mein Gott, das ist im besten Maße. Und ich bin so etwas untersetzt. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben mit 34 Jahren entdeckt, es gibt mehr als nur Aussehen. Es gibt auch innere Werte. Und wie erklärst du das dass sie noch keine sexuellen Erfahrungen gesammelt hat, auch nicht mit sich selbst? Wie kommt das? Kommt sie aus einer sehr religiösen Ecke oder ist sie sehr, sehr konservativ erzogen worden? Was ist da los? Das kann ich überhaupt nicht erklären. Das ist eigentlich so ein Mysterium. Ich habe keine Ahnung. Gibt es, was ich natürlich immer denke, aufgrund der vielen, vielen Anrufe von Frauen, die ich hier schon hatte, wäre sogar irgendetwas sehr Schlimmes denkbar, dass es einen sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit gab oder eine Vergewaltigung? Es wäre denkbar, sie hat mal was durchsickern lassen, dass ihr Vater sie mal früher im Keller eingesperrt hat. Ja. Und ich kenne diesen Keller und das ist feucht und es ist dunkel. Ich weiß aber, dass der Vater mit Sicherheit kein sexueller Attentäter ist. Und die gute Frau hat das halt... Das kann man mit Sicherheit nie sagen. Ja... Gut, das sind jetzt Mutmaßungen, da müssen wir auch nicht weiter drüber sprechen. Was passieren muss unbedingt, ist aber nicht dadurch, dass du sie da wirklich hindrängst mit aller Gewalt. Sie muss wirklich in eine professionelle Hilfe, das sehe ich genauso wie du. Richtig. Aber das muss sie selbst entscheiden für sich und sie muss es auch freiwillig tun. Ich bin aber momentan an diesem Punkt, ob ich das aufgebe, weil das für mich so schwer geworden ist. Wie gesagt, ich bin arbeitslos, ich sitze dann manchmal tagüber und schreibe meine Bewerbung. Sie ruft dann 4-5 Mal am Tag an. Wir haben eine Telefonrechnung, wir beide. Die sind zusammen fast 600 Euro mittlerweile. Wir haben die günstigsten Tarife und die ganzen Nummern, die man davor wählt. Aber ich bin dann quasi bei der Arbeit schon sowas gestört, dass dabei die ganze Liebe kaputt geht. Ne? Ich meine, das kannst du ihr ja schon auch so vermitteln. Ich finde, dass man das schon machen kann. Dass man sagt, pass auf, die Situation empfinde ich so und so und so. Und ich habe Angst um unsere Beziehung und um unsere Liebe. Deshalb bitte ich dich sehr, nimm du deine Sache selbst in die Hand, um dir etwas Gutes zu tun, um dich zu retten und letztendlich auch uns zu retten. Die Dialoge hatten wir ja bereits. Genau das Gleiche. Ja gut, aber dann irgendwann, wenn sie merkt, dass es wirklich todernst ist, ganz ernst ist, dass vielleicht auf dem Spiel steht, dass du sagst, ich trenne mich, dann müsst ihr ja bei ihr irgendwie eine Initiative... Ja, dann willst du dich umbringen.
Und das ist jetzt, da haben meine Freundin auch gesagt, ja, die erzählt immer nur, mach mal. Mhm. Ich habe irgendwann gesagt, ja, weißt du was, dann bring dich doch um. Mhm. Was hat die gute Frau gemacht? Die ist in den Wald gegangen, tatsächlich in den Wald. Ich habe dann noch die Nachbarin von hier aus, also die 500 Kilometer angerufen, habe gesagt, geh mal gucken, wo die ist, weil ich kann sie jetzt einen Tag nicht erreichen. Mhm. Da lag sie im Wald, ja, und hat es aber nicht fertig gebracht, dann ihre Pulsadern sich aufzuschneiden oder so. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann, ich merke schon, dass es eine sehr labile Person ist. Absolut, aber andererseits hochintellektuell. Was studiert sie? Chemie. Chemie, schweres Studium. Ja, ich weiß. Sehr schweres Studium. Sie ist eigentlich anderthalb Jahre schon dabei, ihr Diplom zu machen. Mhm. Und nur weil ich vor anderthalb Jahren in ihr Leben gekommen bin, schafft sie dieses Diplom eigentlich gar nicht. So, jetzt musst du wirklich alles mit Engelszungen und mit viel Strategie alles dran setzen, Thomas, dass sie da was macht, dass sie in diese Therapie kommt. Und das wird auch von der Krankenkasse bezahlt, wenn das ordentlich eingefädelt ist. Das muss sein. Das hört sich wirklich schon sehr, sehr, sehr seelisch krank an, was du da erzählst. Das muss behandelt werden. Da muss jemand von außen ran. Ja, und wenn sie nicht will, was kann ich dann machen? Letztendlich dann, man kann sie, wie gesagt, nicht zwingen, aber man kann vielleicht doch ganz viel versuchen und, wie gesagt, mit allen Mitteln. Aber irgendwann ist natürlich Schluss. Man kann nicht jemanden dahin tragen. Man kann nicht dahin tragen. Und wenn sie muss ja nicht sofort in eine Therapie gehen. Sie kann sich ja erstmal beraten lassen. Sie können ja erstmal zu einer Beratung gehen. Nur damit sie mal so ein bisschen von außen einen Spiegel vorgehalten bekommt, der nicht immer nur von dir kommt, sondern von einer neutralen Person. Ja, ich sehe es ja selbst. Das hat alles was mit dieser Sache zu tun. Ich denke mal, wenn sie dann im Kopf auch frei ist, dann würde es vielleicht auch mit dem Sex klappen. Ja? Mhm. Ja, aber ich vermute, dass da ein Riesending hinterhängt. Also, dass der Sex da wirklich nur die Spitze des Eisberges ist. Ja, das denke ich persönlich eigentlich auch. Ja. Aber ich komme nicht dahinter, was es wirklich jetzt nun ist. Ne? Mhm. Und wenn ich dahinter kommen will, blockt sie und sagt dann, du musst der andere, vergiss mich doch und ich bin nicht die Richtige für dich. Und Gibt es, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, gibt es denn, kennst du Leute, die du respektierst, die du gut findest, aus ihrem Umfeld, aus ihrem Bekanntenkreis? Freundeskreis, ja. Könnte man da nicht so strategisch vielleicht von beiden Seiten versuchen? Das war genau die Dame oder die Person, die ich dann in den Wald geschickt habe. Ja. Und die mir auch gesagt hat, so hätte ich die nie gesehen. Keiner, die trägt ja die ganze Zeit eine Maske. Ne? Mhm. Außen hin gibt sie sich niemals so. Ich bin die einzige Person, das hat sie mir auch gesagt, wo sie wirklich Vertrauen hat. Und irgendwann... wo ich dann mal so ausgerastet bin, habe gesagt, mein Gott, dann bring dich doch um. Dann hat sie gesagt, du bist der einzige Mensch, dem ich überhaupt was sagen konnte und jetzt bist du auch nicht mehr da. Und könntest du sie vielleicht animieren oder dafür interessieren, dass sie sich mit mir unterhält? Nee, würde ich niemals sagen. Nee. Sie ist also absolut introvertiert und würde niemals irgendwie Publik oder Öffentlichkeit oder sonst was. Ich habe ja selbst, du merkst es vielleicht am Telefon, schon irgendwo selbst ein bisschen Schwierigkeiten, mich da genauestens rüberzubringen. Aber manchmal, ich weiß dann einfach nicht mehr weiter. Mhm. Ich bin auch jetzt bei dem Gespräch nicht weiter oder nicht schlauer oder es ist mir nicht neu. Ja, es ist auch wirklich sehr schwierig, mit so einer Person umzugehen. Dass man will sich ja hinterher auch nicht Vorwürfe machen. Man muss alles unternehmen, was richtig ist, zu unternehmen. Man darf aber auch keinen brachialen Druck ausüben auf eine Person. Es ist eine absolute Gratwanderung, sehe ich genauso. Sehr schwierig. Ich habe das sogar mit dem Sex jetzt komplett weggelassen. Wir haben jetzt einfach mal so anderthalb Wochen, zwei Wochen dann, wo sie auch mal hier war, komplett kein Sex gehabt. Hat sich schon gewundert, was soll das denn? Und du willst doch gerne und so weiter. Dann habe ich gesagt, nee, lass uns doch mal sacken, lieber Romantik, ein bisschen Enten füttern etc. Ne? Ja, das klingt doof, aber das beruhigt die Frau nun mal, ne? Jetzt holen wir mal noch eine Fachmeinung dazu ein. Mhm. Das heißt, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, Thomas. Mhm. Vielleicht kriegen wir da noch einen anderen Aspekt mit untergebracht. Ja, wir okay, das dann legst du auf, wir rufen dich nochmal an. Danke für dein Gehör. Alles Gute. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. Die erste Nacht nach der Osterpause. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr dabei wart. In der Technik war Gundel Blendin. Morgen sind wir natürlich auch wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr wie immer anrufen unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050. E-Mail auch nochmal domian@wdr.de. Und unsere Domian-Service-Seiten mit sehr vielen Informationen, mit sehr vielen Anlaufstellen, mit sehr vielen Tipps
könnt ihr nachschlagen unter domian.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin. Tschüss.